Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der Weichen 2K20. So, der Herr Hochreiter ist heute nicht da, aber er hat mir hier schon dieses Ballendingens hingestellt. Ich weiß nur nicht, ob ich das anhängen kann. Das kann ich gar nicht anhängen. Oh nee, hat er denn das Falsche bestellt? Ich glaube, das ist für einen Frontlader. Gerade nochmal reingucken. Weil eigentlich hatte ich Ballentechnik. Die Schmetterlingsdinger, stimmt. Die wollte ich eigentlich bestellen. Und ich glaube sogar zwei Stück. Aber die sind, glaube ich, noch nicht geliefert. Naja, egal. Gut, dann fahre ich erstmal nach Hause. Dann muss das noch ein bisschen warten. Tempomat rum, ey. Das mag ich ja. So. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt tatsächlich irgendwie loskomme. Mit Tiervorversorgung. Das heißt, ich sollte irgendwie mal Heu, Silage und Gras einfahren. Vielleicht mache ich das direkt mit der Ballenpresse. Oder aber ich werde nochmal ein Feld erstellen, damit ich noch ein bisschen was hab, wo ich Gewinn generieren kann. Und dann, also Wettervoraussage ist halt nicht ganz so toll gerade. Deshalb, es soll regnen heute oder morgen oder demnächst halt. Deshalb sollte ich mal dann eben gucken, dass ich da vorwärts komme. Beziehungsweise macht es halt jetzt im Moment dann gerade keinen Sinn, eigentlich das Gras zu mähen, weil dann verfault es. Würde ich jetzt mal annehmen. Bürgermeister einfach sein Auto abgestellt, ey. Seine Ballen liegen auch darum. Ah, warte mal, die können doch, glaube ich, mir. Hat die mir nicht der Jürgen verkauft? Udo. Da könnte ich doch eigentlich gerade mal einen Frontlader dran packen und einen Anhänger. Und dann runterfahren, um die Ballen abzuholen. Na, warte mal, ich rufe mal den nochmal an. Klingelingeling. Klingelingeling. Hallo? Ja, servus. Udo hier, Volker. Jo. Mist. Heute habe ich es mit dem Namen. Karl hier. Hi, der Bimbam. Ah ja. bisschen schizophren heute. Okay. Du hast mir doch Ballen verkauft, habe ich die schon bezahlt? Ja. Gut, wie viel waren das? Sieben. Sieben, okay, weil die also 700 Euro.
Ja, habe ich mir nämlich gedacht, dass ich mir die jetzt mal dann abhole, weil dann muss ich ja keine Silage mehr machen. Das sind die, die beim Dings liegen, ne? Beim Eisner. Ja, beim Stadler. Genau, beim Hochstapler. Ja, genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. Jo. Dann hole ich die nämlich jetzt mal ab, gerade hier Gefährte fertig machen. Okay, ja. Gut, danke dir. Jo. Tschüss. Tschö. So, das da. Dann nehmen wir den Anhänger noch mit und dann müsste das eigentlich passen. Oh, jetzt regnet es schon. Ah, ja. Mach ich. Da mache ich nur mal. Ups. Da mache ich nur mal gerade die Aufbauten vom Anhänger dann weg. Die Werkstatt gleich aufmachen. Und dann müsste das alles funktionieren. So. Ballenwagen, genau. So. Perfekt. Gut, dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Silage und dann könnte ich theoretisch auch schon mal den Udo nachher fragen, ob der ob, oder ob jemand schon Stroh hat. Beziehungsweise Udo hat, glaube ich, wir haben ja den Viehtransporter zusammen gekauft, der mir ein paar Viehs-Dinger hier bringen soll. Wobei ich gar nicht weiß, da muss ich mal den Einheimischen dann fragen, den Zwerger. Wie das denn genau ist hier mit den Tierchen, weil das weiß ich gar nicht. Warte mal, ich stelle den noch ein bisschen vor. Warte mal, den rufe ich gleich an. Burger. Hallo, Herr Zwerger. Karl Gutberg hier. Guten Tag, ja. Ich habe mal eine Frage. Ich meine, Sie kennen sich ja besser aus wie ich.
Wie ist es hier eigentlich mit Kühen, wenn ich da welche kaufe, die Milch geben sollen? Brauche ich da ein paar mehr oder wie ist das? Wie ein paar mehr? Na, brauche ich da. Moment, ich bin gerade am. Okay. Na, brauche ich da auch einen Bullen dazu oder wie läuft es? Die sind Bio, soweit ich mitbekommen habe. Ja, ich bin. Ja, ich selber jetzt nicht, aber. Die wollen Bio sein. Ja. Ups. Ja, dann einfach. Milch, Kühe. Kaufen, aber die tun nach dem ersten Jahr, die müssen einmal kalben, dass sie Milch geben. Mhm. Heißt prinzipiell. Eigentlich künstlich besamen, ja. Mhm. Ja. Und das war's. Ja, die geben nach eigentlich einem Jahr geben sie erst Milch. Aber da brauche ich keinen Bullen. Also keinen, nee. Keinen. Keinen Ochsen zum hier Nickelschnackel. Okay. Gut. Am besten, sie lassen halt Tierarzt oder der Herr. Also mich oder der Herr, wie heißt der Herr Bürgermeister hier? Stadler. Herr Stadler. Irgendjemand, der wo halt wirklich dieses Besam öfters gemacht hat. Ja, deshalb wollte ich das ja wissen, was ich mir da kaufen muss. Der Willen Bulle, das ist eher recht schwer zu halten. Mit Kühen und dann. Mhm. Ist eher was für dann sehr fortgeschritten. Also das heißt, wenn ich mir da so ein paar paar gescheite Kühe hole, dann passt das ja, schon. Ja. Okay. Dann probiere ich das mal aus. Weil ich habe ja jetzt die Silageballen vom Stadler, die hat mir der Racex, der Dings da verkauft. Der Dings, der. Wie heißt er denn? Der Van Burgen, der Udo. Ach so. Bin heute ein bisschen verwirrt. Okay. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Danke Ihnen. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss. Was ist denn heute los? Ey, heute bringe ich alle Namen durcheinander. Sieben Ballen sind das. Geh ich gerade mal den ganz hinten holen.
No, 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 no. So geht es auch. Der her. So, dann haben wir gleich alle verladen. Das ist schon mal sehr gut. Also was mir ja sehr gefällt, ist, dass die Zange hier so variabel ist. Das gefällt mir wirklich gut. Och nö, jetzt hat es so gut geklappt. Und ich hole mal noch den anderen Ballen und dann passt das erstmal. Dann nehme ich den, der da so komisch liegt, den nehme ich dann einfach auf die Zange vorne. Für den Transport. Ach nö, jetzt fällt er runter. Warte mal, kann ich die hier festspannen? So, und dann schnell hier noch den Gurt drum. Perfekt. Gut, liebe Leute, dann haben wir das Tagesziel erreicht. Ballen verladen, so mehr oder weniger professionell. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut gerne morgen wieder, nee Quatsch, am Samstag wieder rein. Bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut, tschüss.